Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir spielen weiter. Allworld. Ich denke mal, heute wird es ein zweites Lager geben. Was haltet ihr denn davon? Los geht's. Ich bin hungrig. Guter Einstieg. Guter Einstieg. Direkt erstmal was essen. So. Jetzt haben wir. Oh nein, wir brauchen noch 4 Minuten. Das bedeutet, die gehen nicht weiter, wenn man nicht online ist. Okay, gut zu wissen. Wo kommen wir hin? So, was wollte ich machen? Als erstes mal den Nightwing-Sattel machen, weil das 100 Pro eine Vereinfachung ist. Dafür brauchen wir 15 Metallbarren. Immer noch Metallbarren irgendwo? 10. Alles klar. Bruder, was machst du da hinten? Kannst du mal arbeiten? Ja. Junge. Ja. Hallo? Was stimmt mit dir nicht? Warum bist du so? Ich fall vom Glauben ab. Warum? Da ist doch eindeutig eine Aufgabe für dich. Und zwar nur für dich. Du ganz alleine. Es steht auch noch Workaholic daneben. Arbeitsstatus Freizeit. Was soll das denn? Wer hat dir denn Arbeitsstatus Freizeit gegeben? Kann man sich eine Peitsche craften? Ja, Leute, also das gibt heute keinen mehr. Apropos Peitsche. Mal schauen, ich könnte doch eine Armbrust herstellen. Ihre Armbrust. Oh, dafür fehlen mir Nägel. Eine andere Gasse, ja, okay. Ich will die Armbrust herstellen, dafür fehlen mir Nägel. Nägel kann ich hier herstellen, ich glaube, oder so brauche ich dafür. Ja. Aha. Ist das schön, wenn auch mal gearbeitet wird, ne? Das ist das schön, wenn auch mal gearbeitet wird. Vielleicht wird es eh wieder dunkel. Mal, welchen Tool habe ich denn drin? Hier. Er kann in der Zwischenzeit nämlich mal schön Holz machen. Oder? Moment, habe ich einen dabei, der. Ich habe doch hier meinen Sklaven. Moment. Den wilden Loki. Der kann nämlich handwerken. Ha. Ah, Goldmünze. Oh mein Gott, die Katze Mao macht Goldmünzen. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Machen wir einmal kurz Schlafi. Uno. Und dann sind auch schon die Metallwaren bereit. Und ich hoffe. Ich kann mir jetzt eine Armbrust herstellen. Was fehlt? Immer noch die Nägel. Natürlich fehlen die Nägel. Ja, Armbrust. Kann man die Armbrust mit den Pfeilen bedienen? Oder braucht man dafür Bolzen? Das müsste doch eigentlich hier bei der Armbrust zu erkennen sein. Ein Speer für den Nahkampf. Ja, okay. Den will ich auch haben. Ne? Offenbar
muss man keine extra Pfeile herstellen. Und er ist jetzt auch nicht der Flinkeste, was die Produktion angeht. Er ist nicht der Flinkeste, was die Produktion angeht. Hier noch ein paar von den Drohnen. Hey, Junge, ey. Stimmt, ich wollte den Sattel machen. Wo habe ich denn jetzt die ganzen Metallbarren reingesetzt? Ich glaube hier, oder? Tatsächlich, hier sind auf jeden Fall schon mal 5 Metallbarren runtergefallen. Ich habe nur noch 5 Metallbarren. Und was habe ich denn gemacht? Na ja, gut, komm. Lassen wir die arbeiten, indem wir in der Zwischenzeit Erze schürfen. Stimmt, ich wollte ihn eigentlich oben arbeiten lassen, aber er folgt mir ja quasi jetzt ständig. Unangenehm. Da ist ein Erz. Das bearbeiten wir mal kurz. Und dann. Warte mal. Das bearbeiten wir kurz. Ich brauche 15 Metallbarren. Das, ich glaube, 2 Erz für einen Metallbarren, also 30 Erz brauche ich. Jetzt ist die Waffe kaputt. Ich gehe kaputt bleiben. Ich gehe einfach kaputt. Es soll nicht sein, dass ich diesen Sattel bekomme. Es soll einfach nicht sein. Einfach mal zwischendurch ein paar Aggressionen freilassen. So. Wir sind wieder hier oben. Hat ja lange gedauert. Ich lasse ihn mal frei, damit er weiter handwerken kann. Was jetzt nicht unbedingt der Knaller ist, weil er ist jetzt nicht der fleißigste. Und das müssen wir reparieren. In der Zwischenzeit können wir noch ein paar weitere Erze zum Metall verarbeiten lassen. Ihr Stück. Damit sind wir dann bei 9 Barren. Ist hier irgendwas? Nein. Hier kann ich die Barren reinsetzen. Schon mal wenigstens. Hier noch. Ein Kram reinsetzen, das zum Beispiel das und die Steine, die sind ja auch relativ schwer. Hier kann ich noch das Holz und dieses und jenes reinsetzen. Okay. Dann das gleiche nochmal. Wenn ich nur hier oben irgendwo ein Erz hätte, das wäre viel angenehmer, dann müsste ich nicht die ganze Zeit so weit laufen. Aber deswegen wollen wir ja die zweite Basis bauen. Weil wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, unsere Hauptbasis ist jetzt auf Stufe 10. Und damit können wir auch eine zweite Basis bauen. Zumindest stand das so da unter den Verbesserungen, dass das jetzt möglich ist. Hoffen wir auch mal, dass das auch wirklich funktioniert. Weil wenn, dann wäre das natürlich Premium. Dann können wir nämlich eine komplette Erzfarm bauen. Ja, zum Glück noch genug Tragkraft, um hier noch ein bisschen was zu bauen. Ich weiß noch nicht, manchmal zeigt der unten, wenn ich was einsammle, an, wie viel
Kapazität ich noch habe, manchmal nicht. So wie jetzt gerade zum Beispiel, da zeigt er es mir nicht an. Ich muss also immer wieder hier reingehen und gucken, jetzt habe ich 261 von 500 irgendwas. Ah, jetzt zeigt das mir auch wieder an. Man muss wahrscheinlich über eine gewisse Grenze drüber kommen, damit er das auch anzeigt. Sag ich mal, wenn jetzt bei 367. Nun. Aber bin ich froh, wenn ich gleich den Nightwing-Sattel habe. Das wird es so viel einfacher machen, gehe ich mal davon aus. Und dann, ne? Zweite Basis und so. Richtig gut. Und vor allem kann man dann. Das wird so viel. Das wird alles einfacher machen, wenn man fliegen kann. Das ist ja. Wenn man sich erinnert, wenn man früher zum Beispiel in WoW oder sonst blöd. Sobald man fliegen konnte, war einfach ganz anderes Gameplay. Mäht der? Der soll hantieren, handwerken soll der. Naja. Gut, wir haben die Armbrust erhalten. Ich mach das jetzt einfach mal. Und zwar. Weil ich weiß, dass gerade noch genügend weitere. Waren hergestellt werden, dass ich sagen kann, ja, tatsächlich, man braucht keine extra Scheine dafür. Dass ich sagen kann, ja, ist okay, machen wir so. Ja, hier, Boxpass. Bearbeitet das. Sehr schön. Wenn ich jetzt vielleicht zum Beispiel einen zweiten Ofen hätte, hätte ich das vielleicht und ein zweites Boxpark. Könnte ich das natürlich schneller verarbeiten lassen, aber so wichtig ist das hier an der Stelle noch nicht. So wichtig ist das an der Stelle hier noch nicht. Ich sag mal, Eier und Beeren sind ohne Ende vorhanden. Aber ich brauche vielleicht noch ein zusätzliches Shelf. Der ist wieder einfach im Weg, ne? So. Ich habe das gesehen, Kollege. Ich habe das gesehen, dass du erst dahin gegangen bist, als ich angekommen bin. Ich kann das leider nicht selber irgendwie anfeuern. Ja. Was passiert hier? Nun. Oh nicht, wir haben das mal lieber drin, oder? Denn das ist halt immer gut zum Essen, ne? Beeren sind halt immer gut zum Essen. Ich glaube, ich nehme den raus, weil ich habe das Gefühl, es macht nur Gold. Was mir persönlich jetzt nicht so wichtig ist. Mir ist jetzt gerade wichtig, dass hier alles verarbeitet wird. Ja? Ich möchte ja unbedingt. Den Sattel haben.
So, wir können ausbrüten. Mal gucken, was wir bekommen. Tanking, das ist neu. Das hatten wir noch nicht. Und Tombat, auch neu. Glaube ich. So, wir setzen wieder neue Eier rein. Die beiden hier. Wir setzen die erstmal rein und gucken dann. Sehr angenehm und extrem kalt. Wenn ich jetzt hier ein Lagerfeuer hinsetze. Etwas kalt, nicht extrem kalt, etwas kalt. Ja, guck mal, da kann ich mit leben. Beide sind jetzt ungefähr bei 6 Minuten. Beide sind ungefähr gleich schnell unterwegs. Da kann ich durchaus mit leben, bin ich ehrlich. So, wir haben jetzt. Das müsste eigentlich reichen. Von Metallwaren. Ja. So, Nightwing. Dann bauen wir auch selber mit, damit es schneller geht. So, hier unser Sklave ist auch schon dabei. Wenn jetzt noch ein Pinguin kommt oder kommen würde, wäre das natürlich auch eine feine Sache, weil der gibt ja auch gut Gas beim Hantieren, beim Handwerken. Und vor allem müssen wir gleich mal gucken, dass wir die komplett nehmen. Also wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Paws, die hier sind, irgendwie. Ich finde es schon. Ah, sortieren. Okay, wir können sortieren. So, wir haben eins scharf. Das hat Stufe 1 da. Brauchen wir wirklich noch mehr Wolle? Nee, ne? So, was haben wir hier? Das Kativa benutzen wir für den Bergbau. Ach komm, wir nehmen einfach alle raus. Alle raus, alle raus, alle raus, alle raus. So. Jetzt. So, ich hätte gerne ein Chiki. Ja, brauchen wir ein Chikipi für Eier? Ich weiß es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall eins, das sich mit der Aussaat beschäftigt. Also, da ist noch keins. Kann das Aussaat? Nein, aber das kann bewässern, das Quark. So, dann sie können aussehen. Und auch noch jede Menge andere Sachen. Aber alles nur zur Stufe 1. Ruby kann Feuer Stufe 1. Guck mal, Penkin kann bewässern, Handwerk und Mining Stufe 2. Nehmen wir mit rein. Krenis kann jetzt auch nichts Großartiges. Auch nichts Großartiges, auch nichts Großartiges. Auch nichts Großartiges. Nichts Großartiges. Was guck mal bei so einem Alpaka. Guck mal hier. Ein Tier hat Stufe 2 Holzverarbeitung. Okay, also wir haben jetzt. Grüner Daumen und verfressen. Nehmen wir nicht den verfressenen. So, was macht er? Er kann sich um die Aussaat kümmern. Workaholic und Neutralisator. Ja, komm. So, wir haben jetzt einmal Bewässerung und Mining. Einmal Aussaat und Holz. Pass auf, ich mache den hier noch für die Aussaat mit rein. Das ist die Hand war sammeln, ne? Die Handwerk. Also sammeln war die Pflanze. Ja, pass auf, dann nehme ich mal noch einen, der nur sammeln kann, vielleicht mit rein. Na, hier so ein Chickipie. Was kann denn?
Oberbergmann von Chicken. Nice. So. Ich habe eins, das Feuer macht. Ich habe zwei, die bewässern können. Wobei eins nur Bewässerung macht. Ich habe eins, das im Grunde genommen nur meint. Jetzt das wieder mal wiederum alles kann. Ich nehme noch ein Eiktier mit rein, weil das nur Holz macht. Nur Holz. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Was nehme ich als nächstes? Ja, Forstmeister. Komm, nehmen wir den mal mit rein. Leicht. Funktioniert dann alles ein bisschen besser. No? Wo war ich stehen geblieben? Achso. In der Zwischenzeit hat er hier den Nightwing-Sattel schon fast fertig gebaut. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt gucken wir natürlich, was brauchen wir für die zweite Paar-Box. Da. Und zwar Palladium-Bruchstücke, Holz und Stein. Nicht sehr viel von allem. Ich habe natürlich erstmal hier, ob hier in den Kisten irgendwie was drin ist, was man gebrauchen kann. Sieht nicht so aus. Ja, Palladium. Ein bisschen Holz. Und ein bisschen Stein. Wir wollen ja natürlich nicht zu viel tragen. Dann noch mal gucken, ob wir irgendwas reparieren müssen. Nicht hier. Ja. Und dann lesen wir mal hierher. Dann geht's los. So. Ja. Ne, den wollte ich nicht. Den wollte ich. Jetzt. Liegen. Okay. Ja, das verbraucht schon ziemlich Ausdauer. Aber wenn man dann hier auf dem Boden lang schwebt, nenne ich es mal, geht die Ausdauer wieder hoch. Wow. Mein erstes Mal liegen, mit angreifen und es hat geklappt. Es hat wunderbar geklappt. So. Überlappt natürlich wieder mal ein anderes Objekt. Was kann das bloß sein? Es ist das Daydream. So, ich bin ehrlich, wir nehmen es raus, weil das stört uns ziemlich. Sind wir mal ehrlich. So, die beiden brauche ich ihn für den. Für den. Ja, für den Bosskampf.
Und Nightwing zum Fliegen. So, als erstes bauen wir hier nochmal etwas zum Lagern hoch. Moment, wir reisen erstmal zurück ins andere Lager und legen uns schlafen, weil keiner mag es im Dunkeln durch die Gegend zu handwerken. Dieser Pal ist am Ende. Lass ihn in der Parkbox wieder zu Kräften kommen. What? Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Wie hat er das denn geschafft? Wie ist er kampfunfähig geworden? Auch nicht schlecht. Nehmen wir halt einen anderen. Bra. Okay. Nee, gar nicht wahr. Jetzt wollte ich doch mitnehmen. Ich will doch mitnehmen und nicht wegbringen. Jesus. Den Dingen. Die sind immer gut, ja. Hat wieder irgendwie sechs Planer drin gewesen. Keiner weiß warum. Das hier ist voll mit der Wolle. Okay, wir gehen rüber. Glaube, das war falsch. Wollte doch hier hin. So. Es wird Zeit, Dinge abzubauen. Mir fehlen Steine. Wow. Mir fehlen tatsächlich Steine. Aber hier liegen zum Glück welche rum. Moment. So. Ich hoffe ja, dass die Brails jetzt hier anfangen, Herzen zu meinen. Können die das überhaupt? Bergbau sammeln. Na, Bergbau, ne? Die machen alle Holz gerade. Wie wundervoll. Dann braucht man dafür. Okay. Hab ich. Offensichtlich nicht genug. Das sind noch Fasern, ja, das sind Fasern. Na gut,
klappt ja jetzt wohl nicht so Premium, wie ich das eigentlich gedacht habe. Machen wir hier erstmal so rudimentär. Ah, ich hab's schon wieder vergessen. Das ist ein spinnendes Material, okay. Ja, Leute. Warum baut ihr denn, warum bauen die denn die Ärzte hier nicht ab? Muss ich dafür so eine Mine bauen? Hier so ein Steinbohrer ist das ja. Ja, ich gehe mal kurz zurück und hole mir ein paar Fasern, damit ich die Betten hier bauen kann. Hier sind Fasern. Das ist die gleiche Kiste gewesen. Das war auch nicht die Kiste. Na, hier sind nochmal Fasern. Gott sei Dank. Ich guck doch mal. Natürlich noch ein paar verstreute Steine finde, die ich dann mitnehmen kann. Für zwei Stück, wow. Das reicht mir. So, dann bauen wir nämlich hier noch noch ein paar Betten hin. Für unsere Pals. Ah, wieder nicht genügend Material, okay. Und wahrscheinlich fehlen wieder die Fasern. Schon wieder hungrig, die Leute. Was ist denn da los? So, ich muss auch noch ein Beet bauen. Und einen Futterkorb. Und ein Lagerfeuer machen wir auch direkt daneben. Und es fehlen schon wieder Fasern, ne? Das ist unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Fasern benötige. Jetzt weiß ich aber auch, warum man bei dem zerkleinerer Fasern herstellen kann. Die müssen jetzt eigentlich auch schon fertig sein, die Eier, ne? Ja, Eier sind ausgebrütet. Oh, Arsox! Und was haben wir hier? Ein Daydream, ja, okay. Die nächsten Eier. Wenn ich welche finde. Jetzt sind wir ja hier so noch zwei. Muss ich mir gleich mal angucken, was dieses Arsock so kann. Aber sehr angenehm, sehr angenehm. Auch sehr angenehm, das freut mich. Das sind ungefähr 5 Minuten. Schauen wir mal, was dieses Arvex so kann. Ah, ich hab's hier. Feuer, Stufe 2 und Holz. Ich will das mal rausholen. Mal gucken, wie das aussieht. Die sind nice. Das ist ja schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Aber ich wollte ja Dinge tun. So, zum einen
benötige ich, glaube ich, Samen, damit hinten das Feld gebaut anfangen kann. Und zum anderen brauche ich ja Fasern. Er ist nicht der Fleißigste, was Bewässern angeht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Er will sich einfach ein Päuschen werden. Was stimmt mit ihm nicht? Okay, das läuft wohl doch schon automatisiert. Okay. So, wenn ich ihn jetzt nehme und da drauf werfe. Wieso bauen die Erze nicht ab? Oder muss ich die Erze selber abbauen, Leute? Warum bauen die Erze nicht ab? Ich verstehe das nicht. Ja, guck mal meinen Technologiebaum. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. So. Nee, noch nichts. Weizenfeld, Mühle, Aussichtskanzel. Nichts, was nichts, was essentiell ist. Deswegen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum die Parts hier nicht arbeiten. Warum die nicht die Erze abbauen. Ich verstehe es halt wirklich einfach nicht. Einfach und gar nicht. Ich könnte hier einen Hochofen hinbauen. Oder zwei Stück. Zwei Hochöfen. Dafür brauche ich Stein- und Feuerdrüse. Hole ich mir mal in dem Originallager. Kann dann da natürlich was einsetzen, was Feuer mit feuern kann. Feuerdrüse, ja. Mal gucken, ob die hier irgendwo Steine haben. Die 20 Steine hier. War gar keine. Er ist echt faul. Ja. Unangenehm, Leute. Einfach unangenehm. Oh, es sind schon wieder 45 Minuten vorbei. Leute, wow. Die Zeit ging schneller vorbei als gedacht. Ja, was ist passiert? Ich habe versucht, eine zweite Basis aufzubauen. Hat aber bisher noch nicht so ganz funktioniert, so wie ich mir das gerne vorstellen wollen würde. Weil einfach die Pals, die ich hier habe, die Erze per se gar nicht anfassen. Was so viel bedeutet, wie wenn ich das nicht irgendwie gefixt bekomme, muss ich wohl immer hier hinkommen, das abbauen und dann in die Hochöfen reinsetzen und dann hoffen, dass die Pores das bearbeiten. Richtig gut. Mhm. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Molly. Ciao.